Hallo und herzlich willkommen in der Wohnzimmer-Kita. Ich bin Katri und möchte heute gerne mit euch ein Acrylbild malen. Dafür habe ich ganz viele bunte Acrylfarben mitgebracht. Und zwar mit einer besonderen Technik, mit einer Kipptechnik. Dafür brauchen wir einen Flaschenboden von einer PET-Flasche. Ich habe jetzt hier eine Leinwand mitgebracht, das finde ich immer schöner, aber ihr könnt es auch gerne auf ein Blatt zu Hause machen. Das legen wir in die Mitte. Ich habe vorher die Farben mit einem Farbendünner angemischt, damit sie dann flüssiger werden und besser fließen. Und ich fange jetzt mit der hellsten Farbe an und das ist das Gelb. Rühre noch einmal um. Ich habe die schon vorher angerührt. Kipp das einmal hier rüber. Und lass es fließen. Kipp die nächste Farbe gleich hinterher. Da habe ich so ein schönes Rosa genommen. Dann mache ich mit Türkis weiter. Und zum Abschluss nehmen wir noch ein bisschen Rot. Ich sehe gerade, hier auf dieser Seite fließt das noch nicht ab. Dann kann man ein bisschen nachhelfen. Thema mit dem. Und wir kippen noch etwas von der roten Farbe nach. Seht ihr schon, wie sich hier die Farben treffen? Wenn das auf der einen Seite nicht so aussieht wie auf der anderen Seite, ist das nicht so schlimm. Dann nehme ich das einmal. Seht ihr schon hier die bunten Blumenblätter? Jetzt nehme ich mir noch einen Holzstab. Wische da ein bisschen rein. Mache in die Mitte noch mal etwas von der helleren Farbe. Leg noch ein bisschen Folie rüber. Wieso zeige ich euch gleich? Und drücke ganz vorsichtig an, damit sich das ein bisschen mehr verläuft und vermischt. Ziehe die Folie wieder ab. Und fertig ist meine bunte Blume. Macht es doch einfach mal gerne zu Hause nach. Tschüss und bis zum nächsten Mal.